damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdum zu einer neuen Folge, zu einem neuen Part Minecraft. Minecraft Anno mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind zurück von der langen Wanderung und haben die Sachen hier verstaut. Hier zum Beispiel. Die Diamanten nehme ich mir gleich mal mit. Gleich am Anfang des Parts werde ich mir hier nämlich was craften. Ja, wir sind heil angekommen und haben viele Schätze mitgemacht. Das ist doch wundervoll, Ski. Und heute werden wir mal ein bisschen Beet anpflanzen. Ein bisschen Ackerbau. Und Viehzucht betreiben. Na, wobei Viehzucht, wer weiß. So, auf geht's. Erstes mal hier eine kleine Diamantspitzhacke. Mit Holz dazu. Naja, Holz muss noch holen. Holz. 19 Sticks. Zack. So, einmal. Habe ich genug Sticks dabei? Ja, habe ich auf jeden Fall hier. Diamantspitzhacke und meine Diamanten sind alle. Aber ich habe ein Diamantenschwert und ein Diamantenspitzhacke. Das ist doch superb. Die Diamantenspitzhacke können wir erstmal hier zu den Waffen mit dazu legen. Bis wir sie mal brauchen. Zack. So. Das wäre geregelt. Dann hat sich das ewige Überlegen, wie wir die Diamanten verbrauchen, geklärt. Und dann können wir mal das Zeug zum Ackerbau mitnehmen und dann mal ein wenig pflanzen. So, hier sind sie nicht. Bei Nahrungsmitteln wahrscheinlich. Oder? Da habe ich sie wahrscheinlich abgelegt. Ja, hier sind Melonenscheiben. Samen. Zuckerrohr gucken wir auch, wie wir das einpflanzen. Apfel, vielleicht können wir das auch einpflanzen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Melonen wäre schade, wenn wir das nicht hinkriegen könnten. Das geht doch bestimmt irgendwie. Die Samen aus der Melone. Die können wir doch anpflanzen. Irgendwo hatte ich noch den Ding jetzt. Creeper! Nein, nicht schon wieder. Scheiße. Creeper, verpiss dich von meinem Haus. Ja, hier, komm hierher. Ja, Loch im Berg gestampft. Erde habe ich dabei. Können wir zumachen. Es gibt nicht ganz so viel Schaden an, wie an dem Haus. Diese verdammten Creeper hier immer. Schauen wir mal, wie wir hier mal anbauen können. Es müsste auf der anderen Seite der Sache auch mal ein kleines Tor machen, damit wir auch da mal raus können. Zack, 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 hier mal ein bisschen Weizen. Melone. Kriege ich das hier hin? Dass hier bloß keine Creeper an dieses Feld kommen. Das wäre schade. Irgendwie geht das noch nicht. Kann man die Samen da irgendwie rauskriegen? Kriegt die Melonen nicht verarbeitet. Das Weizen. Okay,
Okay, Weizen ist schon mal gut. Pflanzen wir erstmal Weizen an, wie es ausschaut. Ich muss mich erstmal belesen, wie man mein Dingens anbaut. Kann ich das nicht mehr anbauen oder was? Fertiges Weizen lässt sich nicht mehr anbauen oder ist schon verdorrt. Wie läuft das jetzt hier? Apfel kann ich auch nicht anbauen. Das ist ja schade. Keine Melone. Kann man die irgendwie verarbeiten, dass wir die Samen anbauen können? Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Wenn wir jetzt hier das nicht hinkriegen könnten, wo wir die Melonen gefunden haben, nicht anbauen können, wenn wir ein Weizen fällt. Schau mal nach, was wir hier so in der Werkbank anstellen können. Aus den Melonen. Melone. Melonenkerne, okay, da kann ich eine ganze Melone machen, aber Melonenkerne, das ist gut, das brauche ich. Okay. Jetzt habe ich zu viel verbraucht, jetzt könnte ich mir auch eine ganze Melone machen, aber egal, ich kann die anpflanzen. Eine ganze Melone. Ja, sieht wahrscheinlich so aus wie auf dem Feld dann. Achso, ja, ich bekomme dann natürlich Stückchen raus, wenn ich die zerschlage. Und die kann ich dann wieder zu einem Melone. Ah, sehr gut, sehr praktisch. Dann haben wir das auch kennengelernt. So, zack. Das sind doch Melonenkerne, oder? Nein, das sind Samen. Wo sind meine Melonenkerne? Hier sind sie. Zack, dann machen wir das Feld noch mit Samen. Getreide, zack, zack. Zack, zack. Und hier dann Melonen. Mehr haben wir ja noch nicht. Zack, 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 zack. Jetzt wird es auch schon dunkel. Ich hoffe, hier kommen keine Creeper raus und zerstören hier mein Feld. Das wäre ganz böse. Oh, da wächst schon was. Meloniges. Super. Nein, das wollte ich nicht abbauen. Zack. War da Korn mit drin? Nein, ich glaube nicht. Dann trampeln wir mal nicht mehr drauf rum. Lass uns mal wachsen. Vielleicht passiert über Nacht auch ein bisschen was. Entsteht da schon was. Und 3 Weizen haben wir auf jeden Fall schon mal gesammelt. Da wissen wir Bescheid, wie das läuft. So, bevor uns hier noch ein Creeper in die Luft sprengt und unsere ganzen Melonenkerne klaut, gehen wir mal schlafen hier. So. Jutz Nächtle. So, jetzt mal den Weizen verstauen und dann würde ich auch dazu tendieren, da mal im Feld eine kleine Truhe hinzubauen. Okay, hier habe ich alles rund ums Vieh. Ah, da habe ich meine Pferderüstung und meine Sattelleder reingepackt. Das ist gut. Meine Nahrung ist dahinter. Zack. Melone. Ja, Zuckerrohr. Wie wir das verarbeiten, weiß ich noch nicht, aber in Pflanzen können wir nichts. Apfel. Müssen wir wohl von den Bäumen ernten. Das Getreide. Das Ei packe ich auch mal dazu, wenn das keine Nahrung ist. So. Hier haben wir die Samen. Was brauchen wir eigentlich für ein Brot? 3 Weizen, aber da kann man sogar schon Brot draus machen. Oder? Dann hole ich mir mein erstes Brot. Na, wenn das nicht super ist,
Könnten wir sogar gerade gebrauchen. Hungrig sind wir. Zack, ein Leibbrot. Cool. Da können wir uns ernähren. Ich glaube, das will ich nicht sofort essen, aber ich lege es hier erstmal in die Kiste. Können wir uns auch mal von was anderem als von Fleisch ernähren. Melonen und Brot. Da mache ich mir doch einen ganzen Vorrat hier an Brot. Minecraft wird das ja nicht alt. Da kann man das auch, ja. Du musst noch sterben, Huhn. Vorausgesetzt, du kommst mir nicht. Dann esse ich dir ein Fleisch. Ein bisschen Hühnchen. Noch bevorzuge ich mehr Fleisch. Großhühnchenfleisch, das müssten wir euch mal braten, damit es genießbar ist. Das tut, glaube ich, nicht so gut. Wir haben auch ziemlich viel Hunger weg. Das heißt, das müsste ich mal wirklich mal braten. Das wäre, glaube ich, besser. Wieder im Ofen. Zack, rein damit. Ein Hühnchen, ja, Holz bräuchte ich dazu. Oder Kohle. Kohle haben wir doch genügend dabei. Haben wir hier unten Kohle. Ach ja, das reicht. Das reicht aus. Alternative Ernährung. Ja. Wenn es Brot gibt und Melonen, da kann man sich schon mal anders ernähren. Da muss man jetzt nicht unbedingt jeden Tag Fleisch essen. Das ist ja jetzt nicht, dass ich Veganer oder Vegetarier wäre. Ja, mir fiel es gerade schwer, das Wort Veganer auszusprechen. Ja. Nee, Spaß. Hat ja seine Berechtigung. Habe ich ja, glaube ich, schon mal in der Party gesagt. Habe ich schon mal erwähnt. Aber ab und zu mal, also wenn man gesund leben will, dann sollte man auch mal darüber nachdenken, mal was anderes zu schnabulieren. Was Fleisch bringt hier in Minecraft ziemlich viel. Ich weiß nicht, wie viel das Brot bringt. Aber wir werden es wohl noch herausfinden. Ich hole mir noch ein bisschen mehr Fleisch. Der Satt ist er noch nicht. Okay. Das ist ein Erzblock auf dem Eis. Und die Kuh muss dran glauben. Ich will ja ins Leder. Zack. Na komm. Ich will dir nicht ewig wehtun. Kurz und schmerzlos soll es sein. Ich brauche dich doch zum Überleben. Noch brauche ich dich. Das ärmste Brot, das will ich noch nicht gleich. Oh, das bringt auch Leder. Ja, das können wir gebrauchen. Können wir mal Sattel machen. Einen haben wir zwar schon, aber in Zukunft ist es gut, mal Leder dabei zu haben. Sehr gut. Zwei Fleisch, das dürfte erstmal reichen. Natürlich gebraten. Was sonst? Wollen wir nicht dadurch verschwenden. Zack. Macht immer wieder Spaß, hier runter zu rutschen. Oh, Eisen. Habe ich wahrscheinlich genug von mittlerweile. Können wir uns eine neue Rüstung craften? Zack. Ja, 29 Eisen. Das ist doch 42 Eisen. Das reicht doch hier. Da können wir uns einen Helm craften. Der fehlt oben auf der Rüstung. Ja. Eisenhelm, so wird das mal geklärt. Bei der Gelegenheit. Nee, den will ich mitnehmen. Die hier nach oben. Zum Leder kommt hier. Fuchsvieh. Die Kohle kommt dann wieder woanders rein. So.
64er. Woher? Achso, die habe ich ja rausgenommen. Aus dem Ofen. Dann habe ich hier noch mehr Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin reich, ich habe so viel Kohle. Scheiß Wortwitze. Schlechte Wortwitze. So. Den Helm mal verstauen, damit die Rüstung mal vollständig ist. Nicht so halb aussieht. Ja, nice. Bei Gelegenheit, wenn wir dann mal irgendwann mehr Diamanten haben, können wir uns was Besseres craften. Aber für den Moment ist eine Eisenrüstung wirklich so sehr gut. Oh, die Melonen wachsen noch nicht so sehr. Aber das Getreide steht in voller Blüte. Dann blüht er hoffentlich nicht. Oder können wir das schon abernten? Nein. Oh doch, ein bisschen was kommt raus. Mal eben essen. Zack. Das ist wieder voll. Da kommt nicht so viel raus. Das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen stehen lassen. Sie weiß ja nicht, wann's voll ist. Okay, das war schon gut. Können wir uns noch ein Brot machen. So, zack. Und drei. Nein, das ist noch nicht fertig. Müssen wir ein bisschen Geduld bewahren. Das ist noch keine Melone. Die sehen, glaube ich, anders aus, wenn sie fertig sind, wenn sie reif sind. Wir müssen wohl ein paar Tage mal aushalten hier. Ein paar Tage mal was anderes machen. Hier die Kiste. Ja, da muss man ein bisschen craften. Oder habt ihr da drin eine Kiste? Dann klaue ich es euch mal. Einfach klauen gehen. So gehört sich's. Nein, eine Kiste haben sie nicht. Die haben nicht mal eine Werkbank. Die habe ich denen geklaut. So sieht's aus. Da oben stand mal eine Werkbank. Neben dem Eisen hier. Wie heißt das? Amboss. Das habe ich hier fürs Gefängnis geklaut. Da steht eine Truhe. Ist da was? Nein, das ist eine Werkbank. Ja, kann da stehen bleiben. Irgendwann können wir sie zurück ins Rasthaus stellen. Demnächst wird es hier mal wieder Baufolgen geben. Lass mal ein bisschen Bäume ernten. Holz ernten. Dann können wir daraus mal neue Sachen bauen. Ich habe da schon einiges geplant. Da wird einiges kommen. Erstmal brauche ich eine Truhe. So, das eine Fleisch können wir wieder zurücklegen. Für später. Steak. Sehr gut. Vielleicht noch ein Brot machen. Brot für die Welt. Warum man das nicht brennen muss, ist mir auch eine Frage, aber man craftet das einfach. Zack. Brot. Dann brauche ich zwei. Und so geht das weiter und so weiter und so weiter. Bis wir ein Vorratslager haben, das den Hunger stillen kann. Melone haben wir ja auch schon. Ein bisschen was von der Melone noch übrig. Ja, mal kurz schlafen, es wird Nacht. Die Tage vergehen hier sehr schnell. Habe ich nichts mehr im Ofen? Nein. Ich habe zwei Öfen in der Wohnung. Immer schön nach dem Feld gucken. Ja, nee, das müssen wir noch ein bisschen stehen lassen. Vor allem die Melonen brauchen noch ein bisschen.
Na dann, gucken wir schon mal bei der Gelegenheit nach einem Plätzchen. Nein, nicht das Plätzchen, was man essen kann. Einem hübschen Platz für das nächste Bauprojekt, das wir hier gerade machen. Sieht nicht gut aus. Eine Schaufel bräuchten wir mal dafür. Für Erde. Ich glaube, für Erde ist eine Schaufel am besten. Spitzhacke ist für Gestein. Haben wir noch genug Stein, dann könnten wir uns da mal eine Schaufel. Mal eine Schaufel dort craften. Im Keller. Einfach mal runtergehen, mal gucken. So. Ich kann es euch nämlich verraten, was ich als nächstes vorhabe. Vielleicht hier oben auf dem Gipfel hier. Wenn wir das hier alles abbauen und mal hier die Bäume ein bisschen wegmachen, passt das, glaube ich, hier ganz gut hier auf die Seite gegenüber des Turms. Den Turm müssen wir mal abbauen. Der passt nicht ins Dorf. Das ist kratz, kratz. Nasekratz. Der passt nicht ins Dorf, der Obelianer-Turm. Da bauen wir uns irgendwann mal einen passenden Turm fürs Dorf. Müssen wir mal den Stein da abbauen. Haben wir einen Bruchstein für die Hütte. Ich wollte sagen, was ich hier vorhabe. Ich habe vor, tatsächlich eine Kirche zu bauen. Ja. Das fehlt hier noch im mittelalterlichen Dorf. Ja, jedes Dorf braucht eine Kirche. Das willst du ja hier nicht. Du willst hier nicht sagen, dass es hier keine Kirche braucht. Das ist natürlich hier. Gehört natürlich dazu. Ob wir noch ein Pastor finden, das ist eine andere Frage, aber eine hübsche kleine Dorfkirche. Das wird so eine ganz beschauliche kleine Holzkirche. Wie man es aus dem Mittelalter kennt, kein großer Dom. Nee, das braucht man hier nicht für ein kleines Dorf. Vielleicht später, wenn man ein großes Dörfchen haben. Vor allem Groß- und Dörfchen. Eine Verkleidungsform. Wenn man eine ganz große Stadt und ein Königreich haben, kann man vielleicht mal an einen Dom nachdenken. Einen riesigen Dom, den man dann aus Stein anbaut, aber jetzt erstmal für das Dorf. So weit sind wir noch nicht. Da reicht erstmal vielleicht eine kleine Holzkirche hier auf dem Berg. Da lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wurde eingebaut. Die wird einfach in die Kirche mit eingebaut. Einfach zwischen die Wände. Das machen wir dann so. Bauen dann ein Tier in die Wände ein. Oh, ist rausgesprungen. Das hat auch seinen Charme. Kommt dann mal so ein Moon aus der Wand. Ich will hier raus. Ja. Ja, da haben wir natürlich genug dabei. Können wir das Ganze ebnen. Ja, riesig wird sie nicht, die Kirche, aber ein bisschen Platz braucht sie schon. Wird ihr ein Küchlein. So, das passt doch hier. Da können wir hier mal. Können wir dann bald mal anfangen, wenn wir ein bisschen Holz haben. Ach, die Truhe, die wollte ich ja dorthin bringen. Die wollte ich ans Feld bringen. So, können wir das mal abbauen hier. Zack, zack, zack. Mal schauen, ob das geht. Ja, da brauchen wir natürlich eine Spitzhacke für. Und gut, das böse Bauwerk der Orgoliana ab. Die
Die sollen hier im Dorf keine Machtposition haben. Das soll ein Zeichen sein, dass sie hier nicht hinbauen können, was sie wollen. Da müssen wir auch mal ein Part machen, wo wir das hier abbauen, Stück für Stück. So, jetzt hier mal erstmal. Da können wir vielleicht auch mal TNT reinsetzen, falls wir da irgendwie mal was haben. Können wir TNT craften eigentlich? Wir haben doch Schießpulver irgendwo gefunden, oder? Der Wanderung. Ist doch bestimmt möglich. Ja, es wächst und gedeiht. Es sprießt. Da können wir mal die Samen reinlegen in die Truhe. Ja. Erde, falls wir das brauchen. Erde. So. Dann geht's wieder hoch zur Hütte. Heute ein bisschen ruhigerer Part. Ja. Das wird hier vorwiegend so sein in diesem Projekt. Mal ein paar Action-Parts. Und dann mal die Orkoyaner wieder angreifen. Kann natürlich sein. Achso, da wollten wir runter. Aber ja. Weitestgehend durften wir dann doch mit Bauparts und mit ruhigen, chilligen Parts rechnen. Das ist halt, ja, ist halt Minecraft. Arno, das ist. Habe ich auch nichts. Habe ich nie was anderes gesagt. Das war schon immer klar. Klar wie Kloßbrühe. Auch wenn es Kloßbrühe hier nicht zu futtern gibt. War das immer klar. Zack, hier direkt vors Haus. Natürlich, wo denn auch sonst. So, eine schöne Tanne vors Haus. Nein, da ist kein Huhn drin. Das war, glaube ich, zwischen Grasbüschel werfen, wenn ich es richtig gesehen habe. So, dann mal ein bisschen Baum ernten. Holz abbauen, damit wir irgendwann mal genug zusammen haben. Und eine Kirche jetzt bauen für das Dorf. Natürlich aus Holz, das ist. Man hat nicht so viel mit Stein gearbeitet im Mittelalter. Auch eine Kirche bestand aus Holz. Ja. Und da wissen. Zack, zack, zack. Schön das Laub auch noch wegmachen, damit es nicht hässlich ist. Apfel, ja, sehr schön. Das können wir gebrauchen. Tun wir gleich in die Truhe. Und in die Nahrungskiste. So, ordentlich. Pflanzen woanders an. Ja, hier will vielleicht wieder einen neuen Baum pflanzen. Alles, was wir abtragen, muss neu gepflanzt werden. Ja, umweltbewusst. Und auch zukunftsbewusst leben. Nun, dann brauchen wir wieder Holz. So. Naja, das sieht noch nicht fürstlich aus, aber. Ja, vielleicht kann man irgendwann was draus werden. Sammle ich auch offscreen vielleicht ein bisschen Holz. Müsst ihr euch nicht zumindest dran ansehen. Und dann bauen wir daraus mal eine hübsche, kleine, bequeme Kirche. Was? Ist der schon jetzt gewachsen? Den habe ich doch gerade eben erst drin gepflanzt. Alles klar. Scharf. Nochmal nach dem Feld gucken. Dann können wir in Ruhe schlafen gehen. Jo, das sieht doch schon spitze aus. Können wir das abernten? Ich bin mir nicht sicher, aber. Ja. Da können wir doch mal durchgehen, oder? Ja. Sieht doch gut aus. Zack, zack. So, 5 Hälzen hier auf dem Endfeld. Ich weiß nicht, wie viel ich angepflanzt habe, aber.
zack, 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 zack. Mach's schnell, sonst kommen die Monster. Hätte ich lieber einen Tag machen sollen. So, neu anpflanzen, zack, 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 zack. Damit es gleich weiter wächst und die letzten vier. Boah, 11 Weizen aber. Damit können wir uns versorgen. So, hier die Weizen mal reintun. Haben wir auf jeden Fall genug zum Anpflanzen. Ja, ordentlich. Ab in die Nahrungstruhe damit. Neues Brot. Ordentlich, ordentlich. Das kann sich doch sehen lassen. Na, das Feld kann sich noch nicht sehen lassen. Ja, für unsere Verhältnisse schon, aber ich hätte vorher schlafen gehen können. Draußen ist Nacht. So, Brot. Wie viel Brot kriege ich denn jetzt dafür? Zack, zack, zack. Ja, 3 Brote. 5 Brote haben wir jetzt schon. 5 Brote und 3 Fische. So ungefähr. Das Weizen da noch mit rein. Äpfel. Hops, nee, hops. So, gute Nacht. Jetzt wird mal wieder schlafen. Oh, die Monster sind ganz in der Nähe. Da würde ich, glaube ich, mal sagen, schau mal kurz auf die Uhr, ein kleiner Blick auf die Uhr. Wir haben den Part schon voll. Haben wir mit Anpflanzen und Beetbeschauung gemacht. Benutzt. Ja, ich würde mal sagen, wenn wir diesen Part an dieser Stelle. Im nächsten Part geht es weiter mit der schönen Kirche, mit der Dorfkirche. Und dann, ja, hier auch stetig weiter mit dem Feld. Immer weiter, das ist ein Langzeitprojekt. Das wird nicht mit diesem Part und dem nächsten Part enden. Ja, ich würde mal sagen, aufscreen noch ein bisschen Holz abbauen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Da wisst ihr schon Bescheid, wie es das nächste Mal weitergeht beim Kirchenbau. Ist doch auch mal interessant, die kleine Mittelalterkirche aus Holz. Ja, na dann, habe ich schon gesagt, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr neu seid, um nichts zu verpassen. Wenn nicht, habe ich es nochmal gesagt, kann man nicht oft genug sagen. Man sieht sich auf jeden Fall. Haut darin, habt einen angenehmen förstlichen Tag, man sieht sich. Ciao, ciao. Ich habe auch zwei Namen, man sieht sich gesagt, ja. Kann man nicht oft genug wiederholen, ist alles sehr schön. So, hör auf zu labern und dann in den Part 2. Bis dahin, ciao, ciao.